Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Können wir hier mal reinschauen? Mal wieder so ein Assassin unterschlüpfen. Auf der Karte steht da immer irgendwas von Missionen. Aber da sitzt wieder nur irgendeiner. Mehr ist es gar nicht. So. Bin gespannt. Wir reisen hier hin und machen direkt mit der Hauptmission weiter. Ich hätte zwar überlegt, ob noch irgendwo... Ach, lass mich raten, ist bestimmt wieder... Bei uns daheim, genau. Wenn man direkt dahin schnell reisen, das verchecke ich immer. So, da haben wir sogar die Kapuze mal abgenommen. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich, ich rechne mal, dass Achilles irgendwas von uns will. Da ist er ja, der gute Mann. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Redun Hagedum! Kanindoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? Okay, hat er doch wieder Geld gekriegt und gefunden. Wir reisen aber kurz hierhin, um die nächsten Klunker abzugeben. Hast du was? Zeig mal her, Captain. Gefällt mir, gut für dich. Würd sagen, du hast dir einen Brief verdient. Den Rest hole ich mir später. Kids frühes Crewmitglied finden. Dead Chest Island untersuchen. Was ist denn Dead Chest Island? Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen! Das reicht nicht, Junge. Bring mir mehr, dann tauschen wir. Okay. Das reicht ihm nicht. Dead Chest Island untersuchen. Der Schatz von Dead Chest Island. Jagd. Könnten wir starten. Oder machen wir doch mal das hier. Den gefährlichen Klippen trotzen, um Kids Karte zu finden. Dead Chest Island. Da ist ein Schiffsfriedhof. Kannst du nicht verfehlen. Es heißt, Abel Owens war an Bord eines dieser traurigen Wracks. Wenn das stimmt, findest du seine Überreste dort. Aha, so Zusatzmissionen habe ich auch nie gemacht. Friedhof. Du musst wachsam sein. Total verwirrt, sowas habe ich... ja nie gemacht. Na cool.
Vielleicht fand ich es einfach nur nicht gut, weil ich es nie richtig angeschaut habe. Wenn Abel uns Schiff hier gekentert ist, müssen sie selbst nach etwas gesucht haben. Mal hier hoch. Das schaut doch mal ganz cool aus. Da nach oben. Hey, es noch gibt so eine Art Zusatzmission. Plünderer. Leg das hin. Hau ab! Ich hab's gefunden. Das gehört mir. Halt! Sprintattentate auswählen. Lass mich! Ich hab's gefunden! Was du gefunden hast, gehört mir! Nicht so schnell! So, hier weiter. Lass mich in Ruhe! An und gib mir, was ich suche. Was weiß ist es macht? Stirb, Fried. Gib es zurück. Tut mir leid. Diese Jagd hast du wohl verloren. Da immer weiter hier. Verdammt. Hä? Das ist Absicht. Das soll so sein. Ein Rohling in der Kutte verfolgt mich! Der soll ruhig kommen! Waren wieder zu langsam. Schade. Nicht ganz 100% geschafft auf dem ersten Versuch. Nahe der Burg des Wolfes. War's das schon? Das ist ja dann cool, wenn es nur so Mini-Missionen sind. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Mehr muss gar nicht sein. Habe ich auf jeden Fall nie gemacht. Kommt mir absolut unbekannt vor. Ich habe sicher nur die Hauptmission durchgespielt und sowas nie. So, da hatten wir nochmal so eine hier unten irgendwo. Servus erkunden und Captain Kidd Schwert finden. Na, klar, gerne. Ich bleib beim Boot, Captain, damit es nicht abhanden kommt. Gut. Es gibt einen Tempel auf der Insel. Da drin wird sein, wonach ich suche. So, schauen wir mal. Wenn es auch nur 3 Minuten dauert, dann sollte man das Schwert gleich in unseren Händen halten. Wir müssen da schon hoch. Finde ich immer gar nicht so einfach, weil man hier halt echt schlecht sieht, wo man lang gehen kann und wo nicht lang klettern kann. Nee, trocken bleibst du heute nicht, das stimmt.
So, den alten Maya-Tempel finden. Da oben, das schaut gut aus. Scheiße. Nochmal bitte. Dann müssen wir wieder hier hinten anfangen. Okay. Dachte ich, der Baum da hinten wäre das Rätsels Lösung. Müssen da oben auf den Ast. Also wir müssen hier schon irgendwo hoch. Ja. Geht's aufwärts. Da, jetzt halt aber. Kids Schatz liegt vermutlich in dieser Pyramide. Oh, mutig, Connor. Mutig, mutig. 11 von 10 Leuten werden abgestürzt. Es muss einen leichteren Weg geben. Da außen vielleicht. Oh! Lebensgefährlich, Connor. Dass der Tempel nicht längst eingestürzt ist. Das stimmt allerdings. Da einfach hinspringen und dem vertrauen ist ja wirklich mutig. Andere würden sagen blöd. Hier immer weiter außen rum. Der hat eine Spur. Einen Weg finden, auf den Tempel zu klettern. Die sollte halten. Der würde ich jetzt auch eher vertrauen als diesen ganzen ollen Steinen hier. Etwa. Und kurz die Taste nicht.
da darüber. Da ist ja gut. Also. Was haben wir hier für Schreie im Hintergrund? Hör. Schön, schön. Die Ruinen von Zeus. Ich meine, sie haben sich zumindest die Mühe gemacht, so Zusatzlevel zu erstellen. Die waren sind zwar jetzt eher so. Okay. Aber trotzdem. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen! Das reicht nicht, Junge. Bring mir mehr, dann tauschen wir. Okay, dann schauen wir mal, was die anderen Missionen so waren, die es da gab. So, nächste Schatzkarte von Captain Kidd. Von Walcott. Mal ein bisschen mehr kämpfen, weniger klettern. Der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich darf nicht entdeckt werden oder irgendwas. Das Fuhr ist nicht verlassen, wie es sein sollte. Ist so besetzt wie nur möglich. Dann brauche ich etwas, um sie abzulenken. Sobald ich außer Sicht bin, warte 10 Minuten und beschießt sie. Ich schlüpfe im Schutz des Feuers durch. Ei, ei, Captain. Klingt recht gefährlich, aber du schaffst das schon. Glaub kaum, dass sie verurteilte Piraten wie Lucky Lem oft aus der Zelle lassen. Also, wenn seine kleine Schriftrolle irgendwo ist, dann da. Hey. Ich sehe wieder überhaupt nicht, wo ich lang klettern kann. Bilde deine Reihe! Präsentiert das Gewehr! Nicht erschrecken. Position 1! Position 2! Los! Oh, schöner Ausblick. Kleine Grafikdemo quasi. Oh, ich muss außen herum, um den Innenhof zu meiden. Bestimmt nur eine Seemöwe. Sind sowieso die einzigen Eindringlinge hier. Ein paar Attentate von Vorspringen brauchen wir. Hier muss irgendwo eine Truhe stehen. Ist da oben. Wir
Wer sollte dieses Foyer angreifen? Niemand. Gibt keinen Grund. Wir sind nur hier, weil der Hauptmann was verbockt hat. Und was? Ich hab keine Ahnung. Ich wette, die hat er auch nicht. Lass gut sein. Und halt Wache. Ja, ja. Bitte wieder zurückgehen. Und wieder. Im Eilschritt. Wenn wir zur Ansprache zu spät kommen, sind wir dran. Ich beeil mich, ja. Da, darüber. Kein Kampfverkehr, an dem mir keine Beschwerden über diesen Einsatz zu Ohren kommen. Das Rohr ist unbedeutend. Der General bestraft den Hauptmann für die Sache in Polen. Ich habe genug. Wir sind hier mit dem Befehl, das muss ich euch nicht sagen, Fort Walcott gegen die Rebellen zu verteidigen. Und mehr hat euch nicht zu interessieren. Ihr sollt weder die Strategie kommentieren, noch kennt ihr die Pläne der Rebellen. Der Schweinehund ist nicht bei Trost. Wer tut einem Menschen sowas an? Deshalb muss man Soldaten immer beschäftigen. Der Frechdachs hat es nicht besser verdient. Sowas darf man nicht tolerieren. Das sollte dem Rest von euch eine Lektion sein. Was er sagte, hat doch nichts zu bedeuten. Bist du dabei? Ich finde es einfach nicht richtig. So, die Wachen eliminieren. Ja, da ist es. Es liegt unter des Adlers Bett. Zeig mal, was du kannst, Rebell. Mutig, was wir da machen.
Der Hauptmann ist tot! Von einer Kugel getroffen! Alarmiert Kompanie B! Manche Chillen! Los, schnell zum Westwall! Verdammt, wo kommen die plötzlich her? Ins Arsenal! Wer hat das Kommando? Formieren! Formiert euch! Wo waren wir jetzt? Wenn das blöde Feuer rein sind. Ärgerlich. Ein Rebell! Packt ihn! Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Nicht ins Feuer, okay. Ah, coole Musik. Es fällt hoch. Und jetzt bestimmt 80 Meter. Bist spät dran, Captain. Die Besatzung des Forts war nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Und? Und was? Die verdammte Schriftrolle, du Wattwurm. War sie da? Sie war da, Mr. Porter. Ganz wenig Synchronisation. Upsi. Aber sie gefallen mir gut, die Nebenmissionen da. Und was haben wir hier sonst so? Irgendwas mit Templern hier. Die Jagd. Die Wirren vor der Küste von Martha's Vineyard untersuchen. Diese maritime Mission starten, ja. Ostküste. Schön, wieder auf See zu sein. Nur der Himmel gefällt mir nicht. Mr. Faulkner, selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Miss Mandy erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Vineyard bedrohen. Schiff, ahoi! Position. Britisches Kanonenboot verfolgt ein Schiff aus Vineyard. Wir müssen sie beschützen. Toll. Deckung! Noch eine falsche Taste, okay. Viel mehr können sie nicht einstecken. Das Kanonenboot abbrechen, bis sie den Pier von Vineyard erreichen. Mein Gott, ich drücke um die falsche Taste. Wir müssen das zivile Schiff beschützen. Feuer auf uns! So, Helm. Wir sind ja ganz schön Zerstörer geworden, und plötzlich. Haben auch ein cooles Outfit.
das zivile Schiff beschützt. Ist ihr halbes Segel! Wieder keine volle Synchronisation. Upsi. Oh, und ich überziehe den Part. Egal. Schöne Scharfschützen, ja. Na, zum Glück steht der Wind für uns günstig. Minen, Captain! Alle Augen auf! Minen, Captain! Zerstöre sie oder nutze sie zu unserem Vorteil, egal wie! Fahr bloß nicht in sie hinein! Zu unserem Vorteil wie? Schießt die Minen mit den Drehbassen, wenn der Gegner uns zu nahe kommt. Ei, ei. Da haben wir uns nicht treffen lassen von den Minen, auch wenn es jetzt knapp war, weil ich die Tasten vertauscht habe. Sie ist in Sicherheit, aber es ist eine heiße Jagd. Ihnen nach, beenden wir die Gefahr für Martha's Vineyard. Falsche Richtung! Wir müssen diese Schiffe verfolgen! Sie drehen nach Norden! Da ist nichts, nur ein verlassenes Fort! Hm, doch nicht so verlassen. Ich erinnere mich gar nicht, dass man in dem Teil schon so viel gesegelt ist. Ich dachte, das wäre es in Assassin's Creed 4 gewesen. Gesegelt, Captain!
Drehbassen sind nutzlos gegen Force. Okay. Diese Mörser sind ja ultra krass. Das erinnert mich dann doch wieder an Assassin's Creed 4. Nochmal machen wir es im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Ich hoffe, ich muss nicht alles neu machen. Ja. Sehr schön. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.